Hallo und herzlich willkommen zur Besichtigungstour Tonar Alpha 14. Sieben. Ja, wir haben ja bei 14 angefangen und 14.7, naja. Mit dabei sind Valkyrie, Mein der Moin. Spielekaiser, Moin Moin. der Run Moin. und meine Begleitung, die Good Engine. Mahlzeit. Ja. Hallöchen. Angefangen haben wir schon mal bei unserem ersten Zufluchtsort. Haben wir uns alle eingefunden und ja, werden dann jetzt mal gemeinschaftlich rübergehen. Genau, alle Wir sind unversehrt gespannt. und man uns wurde versprochen, uns wird Großes erwartet. Ja, Komm mal, gehst du mal vor dann? wir folgen dann quasi. Alle an die Hände nehmen. Jeder fasst den Gürtel, das fordern wir uns Reisegruppe an. Pinguine. Reisegruppe Pinguine ist eigentlich. Klingt nach einem guten Titel. Ja. Reisegruppe Pinguine. Bär. Oh, Besucher. Ja, Ach, und klasse. dann werden wir auch noch zusammen die Tag 77 Horde irgendwie erleben oder so. Das ist auch das eines der großen Ziele. Ich gebe da stark drauf. Ja, ich habe auch Damage gemacht. Oder nicht? Mit der Steinaxt. Habe ihn mit der Faust zerschlagen. Habe ich direkt im Video. Wir frierten da schon wieder. In dem Fall bin das ich. Das ist meine Iron Armor. Ich habe aber auch nur noch 3,5 Grad Körpertemperatur. Ja, bei mir ist auch was nochmal bei einem Das, Grad. Mir geht's gerade noch. Uni, jetzt wird mir wärmer. Warum? Durchlaufen. Echt? Ja, So stark? wahrscheinlich. Ja, ich bin hier, als ich hier angekommen bin, bin ich auf dem Dach immer im Kreis, immer hier beim. Solange bis ich die Woodframes für die gecraftet habe. Okay, krass. Ist das euer Ernst? 45 Bullet Tips in einem Baumstumpf? Seit wann das denn? Surprise, surprise. Oh, ich habe einen Überraschung. Kochtopf gefunden. Sehr schön. Habe ich da was verpasst? La la la. und so Oh. sollten wir genug haben. Gerade eben. Das ist, ich bin aber eh Oh, ich kleptomanisch bei friere. Nacht. Und deshalb bringe ich ganz gerne Gastgeschenke mit, weil ich bestimmt irgendwas anderes mitgehen lasse. Weißt du, dann brauche ich ein Gasgeschenke? schlechtes Gewissen Ein haben. Gastgeschenke. Ja, genau. So, dann schwimmen wir mal ein Stückchen. Was schwimmen? Ja. Oh, ich habe gerade keine Richtig Ausdauer. kalt Und jetzt jetzt. auch noch ins Wasser. Ich wollte gerade sagen. Was? Ja, das Nein. Komische Echt? ist, Wasser zählt als anderes Biom und ist wärmer. Ja, das glaube ich stimmt. Ihr habt reingepinkelt. Gib's doch zu. Nur der Abfluss geht direkt hier rein. Ja, Sieht für mich so jetzt aus, aber als bitte würde ich nicht. direkt in einen Abgrund schwimmen, weil diese Sichtweite Ja. mit dem Wasser ja so schwierig ist. Aber jetzt aber bitte Oh nicht ja. pinkeln. Ich bin genau hinter dir hier. Ich habe gerade eh keine Ausdauer mehr. Ich auch nicht. Ich sauf jetzt ab. Ach so. Blub, blub. Ja, das Du vergesse läufst doch ich gerne. direkt an mir an vorbei. Du bist auch noch schnell dabei. Kennst du es doch noch von Empyrean, immer schräg schwimmen. Nee, ich glaube, das klappt hier nicht. Pass mal auf. Hui. Hast du gesehen? Ja, du hast ja noch Ausdauer, du rennst ja hier. Ich Ich habe sehe das hab doch. 4 Ausdauer. Ich drück die Space-Taste die ganze Zeit. Durchgehend. Und Shift. Und W Schande und D. Sicht. Wie W und D. Dass ich schräg schwimme. Rettet Schräg mich, schwimmen ich sauf bringt ab. hier, geht hier auch nicht schneller. Ja, guck doch mal. Wie schnell ich bin. Du läufst ja gar nicht schräg. Also bei mir schon. Sieht das aus, als laufe Also ich hier geradeaus? nicht. Ja. Ja, Ach so ein so. bisschen. Ja. Also schöner 45 Grad Winkel wieder. Oh, ich sehe einen Turm. Ich sehe einen Turm. Ja, das ist Ich der sehe auch einen Turm. Screenshot-Turm. Der kleine. Der Screenshot-Turm. Ah, gut zu wissen. Ich war zu weit aus dem Wasser draußen, deshalb war ich so langsam, stelle ich gerade fest. Ich mache jetzt ohne und jetzt geht das schon viel schneller. Oder es sieht nur so aus, es kann auch sein. Lasst mich ruhig zurück. Ihr könnt mir dann ja von Hinter euren mir. Reisen berichten. Machen wir dann. Nee, ich habe, glaube ich, erst einen halben Tümpel hinter mir. Das auch nicht. Nee, nee, bist schon fast durch. Den Turm da von Mordor kann ich schon sehen, da. ja, der kleine, wie gesagt, der bringt einfach Oh, Erfolg, wenn was man ist den das? Gottmodus anmachen Alter würde. Falter. Da sitzt bestimmt ein kleiner, bärtiger Mann drin. Ist das hier so bewusst mit den? Ein dicker, bärtiger Mann, der nackt vorm PC sitzt. Das ist, wusste gar nicht. Aber ihr Oha. wisst, wie Flo aussieht, ja? Mann, scheiße. Ja. Ach Mensch. Ich hab da mich wieder. Warum weißt du, dass er nackt vorm PC sitzt? Das Ich hab erzählen wir vom jetzt Bart nicht. geredet. Ich hab nur vom Bart geredet, was ihr immer denkt.
Könntet ihr mal kurz warten? Ich bin immer noch im Wasser. Und wäre nett, weil. Was? Ja, geht nicht schneller. Nur dann, warten wir. Ich hab einen Mantel an. Was glaubst du, wie der einen runterzieht? Dankeschön, Whitey. Boah, das erinnert mich an die Seepferdchenprüfung damals. Ich glaube, da muss man mit Klamotten schwimmen. Hast du die mit Mantel gemacht oder was? Nee, man musste mit Klamotten schwimmen. Das war richtig eklig. Ist ein Scherz. Oder war das danach? Ich weiß das nicht mehr. Irgendwann musste ich beim Schwimmen mit Klamotten schwimmen und irgendwas. Ja, beim Rettungsschwimmen höchstens, wenn du irgendwie jemanden aus dem See abschleppen musst. Das kann sein. Das habe ich nie gemacht. Seepferdchen. Damals waren noch andere Zeiten. Damals waren das noch andere Zeiten. Von außen war der Turm ja schon auf den Screenshots zu sehen. Also ist das ja jetzt bis jetzt erstmal noch nichts Neues. Außerdem Blutdien Spikes. Ja, nee, doch, den habe ich ja gesehen. Der sieht schick aus, ja. Aber Bedrock City habe ich noch nicht so gesehen, oder? Oh, guck mal. Ich nicht. Ist ja auch Entschuldigung. Naja. Ach, schick hier mit dem Scheinwerfer da drin. Mhm. Schön verkleidet. Ja, schick. Echt gut. Nette Idee. Das ist eine coole Idee mit den Hatches hier. Ja, ja. Aber funktioniert Mais. Nur dürfen. Oh, ich wollte ja gerade. Also die Hatches unbedingt nie wieder aufbauen mit den zwei Reihen, weil die backen sich rüber. Also das ist total... Ja, hier unten sind eure Zimmer. Ja, da dürft ihr euch die Briefkästen sind ja geil. Verbrechen. Wie kann man die denn craften? Hey, ich habe mittlerweile im Crafting-Menü verfügbar. Cool. Echt? Oh, ist denn krass. Was? Wo sind Briefkästen? Schön. Ach, guck mal hier. Wow, Briefkästen. Alter. Oh. Mit Tresor in der Wand. Well, Ela ist auch da. Das ist ja geil. Wo ist denn Ela? Ich hab mal ein Thumbnail. Tools! Ein Bett. Erstmal schön was essen hier. Da kann der Rotz mal da rein. Alter Falter. So. Ich bin dann mal abkömmlich. Die Kids und so sind da auch im Schrank schon. Ja, ich hab mich schon abgesehen. Haha, ein das Safe! Ein geil! Da waren 10 Scrap drin! Ich hab hier ein King-Size-Bett. Mm. Ich glaube, ich schmeiß mal. Was man alles machen kann, ey, das ist ja geil. Was hast du da gerade gemacht, Marty? Jetzt wie ein Holzplatten. Like a candle in the wind. Und da ist die Garage zusammengekracht. Was? Gerade zusammen? Achso, hier. Zu essen. Ihr habt doch hier schon eine eigene Garage mit einem eigenen Minibike. Süß. Nur Ela muss ich eine neue bauen. Tut mir leid, Ela. King-Size-Bed. Badezimmer direkt nebenan. Ja, deswegen liegt's da. Wieso habt ihr ein Bett bei euch? Ich muss ein Klo. Ich muss mal. Schrank. Du hast ein Schrankenbett, das musst du ja selber setzen. Das musst du selber aufbauen. Ikea-Bett. Ah. Ach, und Vitamine. Werkzeug muss da auch sein. Für die langen Nächte. So, Grundeinstattung ist einmal da. Wolf, ja? So, sehr halt schön. Schick. Cool. Wenn ihr dann mal müsst, dann könnt ihr hier mal... PC, ey, besetzt! Ey! Moment, wo seid ihr? Hier sind die Toiletten. Das ist lockt übrigens hier, ne? Die Tür. Ja, ich bin auch gerade hier drauf. Ey, hallo. Pool. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Alter, was? Also. Mal komm her, mach Blasen im Pool. Das kann schief gehen, das weißt du, ne? Ja, wieso? Gibt doch dieses eine Video von dem Mädel im Pool. Dabei raucht, glaube ich, oder? Was? Habt ihr alle euer Werkzeug gefunden? Ich habe einen Hammer und ein Messer in der Hand. Jetzt dürfen wir erstmal ackern gehen, ne? Na nee, jetzt noch nicht. Hammer und ein Messer? Also sehr wahrscheinlich. Ja, der war nicht drin. 1, 2, guck mal, ich zähle 4 Türen und 3 Minibikes. Hast du auch ein Messer, Kaiser? Ja, hab ich. Achso, ja dann. Ach nee, da ist noch ein Minibike. Ich steck dir die Reifen. Wer ist das hier? Hallo? Oh. Das ist Elas. Oh, sorry, Ela. Das wollte ich nicht. So, dann gehen wir mal hoch. Oh, sag mal, die Bänke, kann man die craften? Die habe ich nämlich letztens erst offen. Leider nein. Wo habt ihr die her? Dann habt ihr die aus dem Kreativmodus oder? Ja. Aber ich habe die auf dem Friedhof ja gesehen. Und fand die so schön und wollte die auch schon mitgenommen ja, haben. Ja, eben, aber... genau das gleiche war nämlich auch gewesen. Ich hab die auf dem Friedhof gesehen und gedacht, ey, warum nicht? Wie sieht's denn hier aus? Räum mal auf! Ach, das ist gut so. Wer hat mich besucht? Bei mir im Bücherschrank liegen noch ein paar Rezepte. Oh, cool. Arbeitsplatz und Essecke, okay. Ja, kleiner Arbeitsbereich. Und dann haben wir hier halt unsere eigene, eigene Sortiertechnik. Schön. Und in der Explosivbox da unten, da sind auch nochmal Sachen, falls einer was austauschen möchte. Jetzt habe ich gerade die Kiste gefunden, von der du erzählt hast. Stundenlang ins Lagerfeuer gucken. Und Benzin. Ja, Sortiertechniken sind mir generell suspekt.
Da habt ihr ja schon eine Klamotten. Alles klar. Alter, ja, und Alter. Einmal Ausrüstung. Lecco mio, ey. Später noch der Spaß kommt. Oh, Ballermänner! Ich nehme mal einen Sniper. Dü. Obwohl, ich muss ja nicht gleich, obwohl, es gibt nur einen Hunting Rifle hier, stelle ich fest. Ja, kannst du noch einen zusammenbauen, das ist nicht. Nee, ich wollte ja nur nicht gleich das Beste von denen nehmen hier irgendwo, das weißt du? Das ist eh egal, wir spielen ja eh jetzt nach dem Ding hier den Server hier nicht mehr. Wie viele Stunden in echt habt ihr jetzt dort angesessen? Schon? Ja, so? Das... 80? 80? Ey, wir haben zusammen über 100 Stunden mittlerweile. Boah. Alter Falter. Krass. Grab. Und... Gesuck. Okay, ich bin ausgerüstet. Würde ich sagen. Oh, da ist noch eine Waffe. Krass. Ein bisschen Magnum-Uni aufgestockt. So. Das was wäre ich? Ich habe mir da nur ein Drittel von rausgenommen oder ein Viertel. Also man will ja nicht, ne? Man muss ja auch für die Überlebenden muss ja auch was bleiben. So, dann haben wir hier hinten den kleinen Bergbereich. Mhm. Ich bin versehentlich nach unten gegangen. Ich dachte mir, hinten? Ich da leer mal mein Inventar jemand aus. Stahl oder gut, Angie, du stehst gerade ein bisschen im Weg. Ja. Mann, du stehst gerade ein bisschen im Weg. Sehr hübsch, die Hütte. Das sieht schön aus. Also auch mit dem mit den Treppen und den Geländern hier ist das nett gemacht, muss ich sagen. Dann gehen wir mal eine Runde hoch. Sehr schön. Geschmackvoll. Da, wo die Zimmer unten waren, da sollten eigentlich ursprünglich die Pflanzen hin. Hat leider nicht funktioniert. Zusammengebrochen? Nee, das Spiel war der Meinung, da kommt kein Licht hin. Ist das nicht, wenn ein Block frei ist, dass 7 Blöcke drumherum irgendwie so im. Ach, das ist ja mal originell gemacht hier. Mit den Hatches hier. Nicht schlecht. Ja, und das ist unsere kleine Bar. Auch überall Bier im Schrank. Ja, die großen Cooler, die kann man leider auch noch nicht bauen. Das ist eine Idee, ne? Ist eine gute Idee, weil finde ich, ist echt. Ja, da würde ich mal sagen, Prost, ne? Den Hatches, ne? Ja. Ja, ist richtig. Prost. Ach ja, die Bierschränke sind auch schön. Old Beer. Auch schön. Ja. Ja, kannst dich auch gerne bedienen. Fernseher hier. Ah, hier muss man auch Geld bezahlen. Wieso liegt da ein Kalipper drin? Weil der über war. Was liegt da? Okay. Ein Kalippo? Kalipper. Achso, ich dachte, es gibt Eis hier auch noch. Übrig, also. Die Eishalle hast du jetzt hier doch gehabt, oder? Jetzt habe ich mich schon auf den Kalippo gefreut. Oh, ich wollte zwar erst Kalippo sagen. Ich habe noch Kirschkalippo. Nee, Capri-Sonne-Eis. Oh, Schleichwerbung, scheiße. Grill haben wir auch, Grillplatz. Ja, ach, wo? Einmal jetzt ein Stückchen runter und wieder auf der Innenseite unseren kleinen Grillplatz. Ach, das erinnert mich da. Okay, der sieht schick. Aber mal netter aus. Ich hatte ja mal irgendwann in der Alpha 10 irgendwie auf dem Hügel versucht einzubauen, aber das sieht besser aus. Ja, das wird, ja, will ich jetzt nicht sagen, aber ja. Ja. Hey, seit wann ich kann man denn Runde... Seit wann kann man... Zugekommen. Echt? Ja, ich bin auch sehr überrascht gewesen und hab mich gefreut, damit das dann... Die kann man auch ganz regulär bauen, ja? Die kann man ganz regulär bauen. Super. Das öffnet ja ganz andere... Weiß Avo das schon? Mal gucken. So, und dann gehen wir mal rüber zur anderen Seite. Am besten vorne lang. Hier ist das andere Feld. Ach, immer durch die Wicken hier. So, und jetzt Füße abtreten, Tafel. Alle. Juhu! So, wo ist die Tafel? Das ist schön. Wo ist die Tafel? Und eine kleine Baumfarm. Ja, unsere kleine Baumfarm. Ah ja, wir haben mittlerweile eine ganz kleine Baumfarm. Ja. Ach, da, die Baumfarm. Boah, jetzt krieg ich Hunger. Irgendwo hinter der Baumfarm ist ein riesiges Clayloch. Ja, auch da auch, ja. Ich hätte da eine Idee. Wir haben noch alle Äxte dabei, oder? Die Holzkiste ist aber voll. Darum geht's ja. Es geht ja einfach entfreunden und... Ach nee, braucht man ja nicht mal. Man kann auch mit Freunden bleiben und sich einen Baum auf den Kopf fallen lassen, genau. Hier fehlt was, glaube ich, oder? Was, wo? Oder? Fehlt da was? Ja, das sieht anders aus. Hier. Ja. Das soll so. Hat jemand den falschen Block eingebaut? Ein Beschleunigungsstreifen. Ich meine auch, der falsche Block ist da drin. Ich sag das so. Das ist individuell. Das hebt sich von der Masse ab. Genau. Er ist anders als die anderen. Aber es ist schon echt ein schön gebautes. Habt ihr das einfach im Spiel entschieden, wie ihr das bauen wollt? Oder habt ihr euch da vorher einen Plan gemacht mit dem
Also es sieht schon ziemlich gut designt aus, muss ich sagen. Also im Endeffekt wollte ich grundlegend erstmal einen Stelzenbau als Turm haben. Mhm. Und ja, welche Stelzen sind am massivsten als einer eine Mitte, also einen Plus bauen und dann mit Ecken mit Schrägen abmachen, damit die Zombies nicht dran hängen bleiben. Und da habe ich dann angefangen, mir eine gewisse Größe erstmal auszubuddeln. Man muss sagen, mit einer normalen Schaufel, mit der ersten. Und ja, nur alleine da dran, nur am Ausbuddeln, hatte ich einen ganzen Zwei-Stunden-Tag dran gehangen. Okay. Nee, aber ich finde das, weißt du, mit den hier, wenn du mal nach vorne rauskommst. Jo. Ich finde das halt sehr schön gemacht mit den Schrägen, die da dran sind, noch hier an den Säulen, die hier. Hm. Ne, da oben sind halt. Klick. Da. Ja, das ist Klassiker. Ne? Einmal muss es Klick machen. Vorher kann ich nicht schießen. Das ist schon gemacht. Und dann auch die mit den Treppenaufgängen und den Geländern hier. Und ich meine, gut, das Geländer kann man nachträglich ransetzen, aber das macht schon einen ziemlich gewollten Eindruck. Also so, als hätte da jemand mal vorher zu Stift und Papier gegriffen. Was ist denn das da hinten? Ach, das sind die Briefkästen. Cool. Das meiste ist, oh, der Turm hier ist fast komplett in meinem Kopf entstanden. Meinst du, das da hinten? Bau da hinten? Das ist meine Mine. Ah, warum okay. Steht da oben ein Minibike auf dem Dach? Mhm. Haben wir auch schon gefragt. Achso, das ist mein Minibike, mein altes Minibike. Das kann fliegen. Ich wollte es parken, es ist verschwunden und ein paar Tage später stand es auf einmal da oben. Ist ein Scherz. Aha. Nein, hey, ist kein tatsächlich. Scherz. Mit sämtlichen Loot drinnen, ne? Geil. Der Hammer. Moment, was ist das denn für ein Bunker? Das habe ich nicht mitbekommen, der gerade aus da steht. Das ist meine Mine. Da habe ich Goldschädel. Okay. Natürlich. Warum auch nicht? Andere machen nur ein Loch im Boden, haben auch eine Hedge drauf, aber man kann natürlich auch einen richtigen Bunker davon machen. Ja, da geht sogar eine Treppe runter, ja? Cool, denn? In der Explosives-Kiste habt ihr übrigens alle komplettes Klamottenset mit Iron Armor und so. Wo ist die Kiste? Ja, habe ich gesehen, aber ach, ich behalte jetzt meine Stoffsachen an, das wird schon gehen. Ja, ich lasse es auch an. Die sehen schick aus, finde ich, und das passt. So farblich. Ah, Herbe Antibiotics, guck an, okay. Was? Die haben hier Herbe Antibiotics drin, sehe ich gerade. Das habe ich noch nie gesehen bei dir, Will. Nee, da brauchst du Pilze für und verschiedene andere Sachen. Wie sehen die überhaupt aus? Ach, grün. Das sieht so grün aus. Man muss doch sagen, die Herbal-Antibiotics sind mehr oder weniger nutzlos, weil irgendwann hast du die normalen Antibiotika und wann nutzt du die mal? Na, Honig reicht ja eigentlich auch schon, um die Infektion wegzumachen, sag ich mal. So. Oh, bald wird's dunkel. Was lachst du denn so dreckig? Matze, meinst du es? Guck mich mal an. Ich bin voll im Militärlook hier. Alten Bauplatz? Und Metall aber, ne? Dann und ja, Metall auch, ja. Aber, ne? Obwohl, das könnte ich jetzt mal eben oberhalb ausziehen. Warte mal, tricht ein bisschen auf, würde ich sagen. Du hast ziemlich dicke Oberschenkel. So ist besser, ne? Scheiß auf. Aber an den Armen hast du auch noch was, ne? An den Armen hast du auch noch so einen Klumpen, ne? Ja, guck mal hier. Jetzt hast du nämlich auch so ein so ein Zweier. Kannst du gar nicht sehen, ne? Doch, aha. Kann ich. Haha. Wie ging das nochmal? Alt-Y oder so? Ne, Menü und dann auf Charakter. Ach so, ach. Nee, ich dachte Third Person deshalb. Ja, sieht nett aus. Sollen wohl auch die besten Rüstungsteile sein, die man so kriegen kann. Ne? Ja, definitiv. Also die Armeesachen sind mit Abstand die besten. Bell, guck mal her. Nein, ich will jetzt kein Bogen spielen. So, wollt ihr euch nochmal stellen? Das erinnert mich auch an gestern, wollte ich gerade sagen, ja. Ich will jetzt kein Doom spielen. Was stärken? Okay. So, der Bike schon abbaut, dann fahren wir mal ein Stück. Geht's auch noch runter hier oder ist hier unten ist nur Verteidigung dann, ne? Ich hab's nicht mitbekommen. Was sagtest du, ob wir uns stärken wollen oder wenn die Ketten sich oder so laut? Und dann einmal vorfahren. Ach, mit Minibike fahren wir los? Jo. Mit Minibike jetzt, uiuiui. Okay. Eieiei, ist ja schnell. Das habe ich auch gerade festgestellt, ja. Schnell ist gar kein Ausdruck, ey. Wohin? Einmal geradeaus. Moment. Und ich laufe wieder auf diesem Ding. Hui, ich auch. Musst du nochmal absteigen, ein bisschen warten und dann nochmal drauf. Und ja, dann hinterher. Vorsichtig vor. Vorsichtig vor? Fahr nicht so vorsichtig. Na, weil ich denn so schnell fahre. Ach so. Ich fahre einfach mal hinterher.
bewundere die in Landschaft. Welcher Folge Farbe muss ich überhaupt folgen? Ich überlege gerade, ich glaube grün und blau waren meine Leute. Alt. Oh, hier ist was. Ist ja, hier da? Ist was. Das sieht aus. Ja, das ist der erste Versuch gewesen. Der erste Versuch von was? Park hier das mal erste von Bedrock City. Der erste Versuch von Bedrock City. So, dann springt mal alle hin. Da sieht man auch schon schön das Loch, das der Hund gegraben hat. Das kommt mir auch so bekannt vor, so ein schräger Bunker mit Frames mitten in der Wüste. Nur in Größe. Dieses Loch da drüben, da war ein Hund für verantwortlich. Nee, geh mal jemand von euch vor. Dann falle ich weicher. Und auch die Treppen nehmen, ihr müsst nicht bis nach unten erste die Stock. Leiter benutzen. Erster Stock? Oder... Jo, schick. Mhm. Ah, guck mal. Kannst du in Deckung gehen und so. Und hier in der Ecke kannst du so rausschlagen, glaube ich, ne? Jo, ja, würde ich würde sagen, da fehlt was in der Ecke, oder? Ach nee, doch nicht. Nö. Nee, leider nicht. Aber, ja, aber da kann doch ein Hund durchkommen wahrscheinlich, oder? Dürfte eigentlich nicht, sagen wir mal. Schön die Treppe hier. Aber schön, dass man... Welche Treppe? Ja, Ein Schieber mit der Leiter. Okay. Boah. Jetzt geht's runter bis zum Bedrock. Da habt ihr auch Material gelassen. Ach, da ist eine Treppe. Ach ja, die schön. Hör mal, rennen wir 10 Mal rauf und runter, gibt einen straffen Arsch. Ja. Das ist, ich weiß ja, dass also so eine Treppe zu bauen, die ist 3 breit, ne, oder 2? 3. Also ich habe ja mal eine Zweiertreppe runtergebaut, ne, irgendwie in der A9. Das war eine schweine Arbeit. Ja. Sehr schön. Ich hab euch mal nicht gesucht. Ja, ach, war ein bisschen Arbeit, ja. Ich hab nichts mehr zum Leuchten. Ja, hätte man sich von Mining Hill rausgeholt. Kannst eine Fackel von mir kriegen sonst? Ich lauf hinter dir her. Du bist meine Fackel. Ja, oh. Erinnere mich gerade so ein bisschen an Drunken Heinz hier. Müssen wir uns hier verlaufen, oder? Vorsicht, Minen. Hier ist jetzt alles... Ah, ich hätte Pipebombs mitnehmen sollen. Ja, genau. Gerade wo du Heinz erwähnst. Hier ist jetzt alles Mine. Und hier drüben rüber... hatten wir den ersten Ansatz von dem Eingang zu, ja, eigentlich in Bedrock City. Sollte der Eingang zu Bedrock City werden. Dann kommt man hier schön rüber und sieht dann... Schön mit der Und dafür, da sollte es weitergehen. Und dafür ist, ist ein Hund verantwortlich für diese... Für das hier. Loch, ja, für dieses Loch. Hat sich ein Hund für das Loch ist ein Hund verantwortlich. Und alles ist runtergekommen. Aber ihr habt auch echt nur Sand hier bei euch gehabt, ne? Ja. Eine richtig beschissene Stelle erwischt. Krass. Aber sie müssen mal erstmal hinkriegen. Für so ein Ding hier, da kannst du wunderbar einen Turm hochbauen und wenn die dann runterfallen, okay, die werden nicht sterben, aber die nehmen schon ordentlich Damage. Ja. Das ist natürlich, ich sag ja Hunde. Ja. Böse Viecher. Hier ist Kohle in der Ecke. Und Gravel. Guck mal, wer hier ist Gravel. Ja, komm, lass uns spielen. Komm her. Dann steh du mal dahin. Ja, ne, mach du mal. Oh. Klick. Ich stelle gerade fest, meine Markdom hat eine Leuchtpiste. Einfach hin da, so, hier, komm. So, geht dann ich würde sagen, dann gehen wir hoch und gucken wir uns die Folge dann weiter. Also nochmal zurück und über Nacht bleiben wir dann da im Turm und am nächsten Morgen machen wir dann weiter. Gut, das heißt dann auch in der nächsten Folge? Ach, wir können auch, ja, es würde zeitlich ganz gut passen, denke ich mir mal so. Ja, 22 Minuten. Genau. Und das ist krass, wenn du hier hochgehst. Wir haben doch Minibikes, wir können auch jetzt auch nachts rüber. Das ist krass, ja, ich sehe das. Wenn du hochgehst, dann hast du das Gefühl, du läufst auf dem Boden. Diese Megaleiter hier. Weil die ja, stimmt, so hast du recht. Ja, das ist geil. Genau. Vor allem, wenn man gerade springt, sonst braucht man ganz schnell einen Splint. Ja. Und nicht die Leertaste drücken. Righty so, hat im Moment eigentlich immer Splints für mich dabei, ne? Ja, 2 Stück. Ja, ich habe auch wieder Talent gerade. So, dann verabschieden wir uns für die Folge. Aber cool bisher. Genau. Also, ja, sehr gut. Wird bestimmt noch cooler. Da freuen wir uns drauf. Und auf die Horn. Oh ja. Einmal Tschüss sagen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Tschüss.